So, schau mal, ich hoffe, dass alles läuft. Alter, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich bin schon ganz. Jetzt fahren wir los und Sauber macht Tschüss. Das könnte passieren. Es könnte tatsächlich passieren. Das könnte, ta 19. könnte tatsächlich passieren. Wir wissen es nicht. 15. 15. Ich traue mich gar nicht. Wir bleiben einfach stehen bis um 10. Bin gespannt. Genau. Oh, schön. Ah, jetzt sind wir live. So, einen wunderschönen gepflegten Mittwochabend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum heutigen Livestream auf meinem Kanal. Hallo und herzlich willkommen. Zu Hause mit Fangspolzen, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Und natürlich hier im Discord ist Katze ist da, Kai ist da, meine eine, Patrice ist da, der Südpartner und Valentin ist da. Habe ich noch vergessen? Nee, ne? Alle da. Passt. Hallo. 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 Abend. So, heute meine Damen, meine Herren, ihr könnt es ja oben in der Beschreibung schon lesen. Wir sind ja nach wie vor auf der ETS 2 1.50 experimentell Beta und wir haben heute den Livestream testen wir mit Belka Accessory. Ich glaube, den Mod kennt jeder einmal für Exterior, also für Außen und einmal für Innen. So, und das konnten wir, das testen wir heute. Nee. Was? Kenne ich nicht. Okay. Du lebst hinter Mond, was das betrifft. So, wir sind aktuell 17 Leute auf dem Server. Ich will jetzt nochmal ganz, ganz wichtig betonen an alle, die jetzt auf dem Server da sind und kommen. Ihr werdet jetzt gleich sehen, was wir hier gemacht haben. Sobald ich jetzt hier aus dem Menü raus bin, seht ihr dann, wie unsere LKWs aussehen mit diesem Belka-Accessory. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, wenn das funktioniert, ich flipp aus. Kann ich euch jetzt schon mal verraten, aber das seht ihr gleich selber. Jetzt nochmal ganz wichtig an alle Leute, die auf dem Server joinen wollen. Vergesst bitte den Konsolenbefehl nicht. Ich habe ihn unten in der Beschreibung nochmal reingepackt. Bitte den im Singleplayer eintragen und dann den hier mit joinen. Die ID steht dann natürlich hier im Live-Chat. Ganz, ganz wichtig. Und dann könnt ihr dementsprechend anbauen. Macht natürlich Sinn, vorher den LKW zurecht zu friemeln und dann in den Konvoi einzusteigen. Ne? Ganz, ganz wichtig, vielleicht auch mal so am Rande zu erwähnen. So, Michael, Sebastian, Marvin, Paul und alle zu Hause. Hallo, hallo, hallo. So, jetzt passt auf. Wir sind jetzt 18. Jetzt sind wir mittlerweile schon 18, Leute. Ich gehe jetzt hier mal raus. Ich zeige euch das jetzt, wie es jetzt aussieht. So, passt mal auf. Ich hoffe. So. Ihr könnt jetzt hier schon sehen, wie das aussieht. Wenn man hier ganz viel Belka-Accessory dran hat, ne? Also jetzt, ich habe hier so ein bisschen rangebaut und also eigentlich fast alle. Wir haben alle hier auf so Gedöns rangebaut. Man sieht auch vor allen Dingen hier, wenn ich mal beim Katze reinschaue, hier die Leuchteschilder hier, Poppies und so. Das sieht man alles von außen auch. Bei mir ist das im Prinzip dasselbe. Ich habe es in dem Fall in Blau. Wimpel, alles da. Hier bei Valentin sieht man da sogar die Scheiben hier. Gardinen, das sieht man alles, tutti kompletti. Das siehst du auch hier. Holland-Style Intercooler beim Kraxi. Südbaden oben mit blauen Rundumleuchten, der macht gleich Randale. So. Hat er überhaupt eine Lizenz? Klar. Wird auch das. Ja, ja. So. Gleich er hat ein rotes Fahrzeug, dann darf er auch. Und, ja. und die Jungs hier haben vergessen, dass am Boden LKW steht, nicht PKW. Das haben wir aber schon dreimal gehabt jetzt hier, ne? Das kriegen die. Ja, Jungs, LKW, PKW. Es ist so geil. Es ist so geil. So. Ja, gut, so kann man es auch machen. Ist das geil, schön. Was sagt mein Chef immer? Wer lesen kann, ist klar. Vorteil, richtig. So. Auch hier mit dem 105er. Komplett in Rot. Schön in Rot. Ui, ja, das stimmt. Gefällt mir auch. Wo der? MAN in Rot? Wo? Ja, der MAN von Hoffimann. Ja, das sieht geil aus, ne? Schön mit Silozug, das passt aber. Beim Silozug brauchst du eigentlich keinen Spoiler dran, ne? Mhm. Hoffimann, echt schicker MAN. Ja, stimmt. Muss man loben. Hier, schön. Lampen, alles dran. So wie es gehört. Sehr, sehr schnieke. Er hat auch nicht übertrieben. Nee, er hat nicht übertrieben. Oh, das gefällt mir richtig. Schick, schick. So, ganz wichtig, meine Damen und Herren. Also. Das ist jetzt heute mal wieder ein reiner Test. Also wir versuchen, so gut es geht, jetzt gleich eine Tour zu fahren. Wir versuchen es. Aber wir können jetzt natürlich nicht sicher sagen, ob das alles stabil läuft. Aufgrund, ich meine, ihr wisst es selber, wir haben das jetzt die letzten Tage getestet, egal ob es beim ATS war oder beim ETS. Beim ATS lief es meines Erachtens besser, stabiler. Wir hatten aber heute nochmal, oder gestern Abend war es ein Update gleich von 10 GB hier bei ETS 2. Ob das jetzt was heißen möge, wissen wir noch nicht. Aber durch das, dass wir jetzt hier dieses Belka Accessory nutzen,
und wir jetzt hier gleich wegfahren, weiß ich nicht, ob das alles dann noch so stabil läuft. Das wird sich dann zeigen, aber deshalb testen wir das Ganze. Wichtig ist vielleicht für jeden von euch, der hier schon auf dem Server ist, jetzt mal so zwischenzuspeichern. Ich habe natürlich gespeichert, was natürlich Sinn macht, um dann zu testen, falls das abschmiert, dass ihr dann einfach relativ schnell wieder auf den Server kommt. Gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, lass mal es rocken, oder mein Baker-Accessory. Alter, es ist so geil, vor allem wenn du dann im Interieur bist und du hast ja das ganze Zeug drin kleben, das sieht einfach so geil aus. Ich glaube aber, ich weiß es nicht, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass der Server abschmiert. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl. Aufgrund der ganzen Anbauparts, die wir hier haben, das ganze Leuchte, Zeug und. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Was vielleicht wichtig ist, Rundumleuchten bitte erstmal auslassen. Ich werde es euch auch gleich mal sagen. Rundumleuchten erstmal bitte auslassen. Dankeschön. Das ist das, was wir vielleicht ganz wichtig erwähnen müssen, weil Rundumleuchten wissen wir alle, das frisst Performance, das kennen wir sogar beim Truck SMP. Deshalb schon mal das weg. Ach ja, ich wollte euch noch was zeigen. Vielleicht sagt euch das was. Es ist wie wenn du die Meisterschale hochhältst, verstehst du? Wie wenn du die Meisterschale hochhältst, verstehst du? Wollte ich jetzt unbedingt mal zeigen. So, gut, haben wir das geklärt? So. So, dann will ich mal gucken. Ich traue mich gar nicht. Jawohl. Ja, geil, kein Scheiß. Also, so geil. Geiles Lenkrad. Jetzt ist. Und da ist es aus. Was? Nee. Ja, bei mir ist das Game gecrashed. Nee, bei mir, ich bin noch da. Ich wollte mich gerade einen Auftrag raussuchen und ich sehe, ich bin jetzt gerade, ich meine, es sieht zum Livestream. Aber bei mehreren. Zwei Leute sind rausgeflogen. Ich bin auf alle Fälle jetzt hier im Menü. Ich sehe alle noch, wie sie sich hier bewegen, wie die Ameisen. Und ich wollte jetzt gerade auf Aufträge gehen. Ich mache jetzt mal Auftrag. Ich gucke jetzt mal, ob ich irgendwas finde. Wir wollen jetzt einfach mal nicht so weit fahren. Einfach, das ist jetzt rein zum Testen. Wir fahren jetzt mal nach Frankfurt am Main. Also ich hoffe, wie schon gesagt, speichert alle zwischen. Habe ich gemacht, zum Glück noch. Genau. Sekunden vorher. Genau, deshalb einfach jetzt einmal zwischenspeichern. Warte, ich glaube, ich mache auch nochmal kurz. Warte mal. Kann man speichern im Ding? Nicht, ich habe vorher schon gespeichert, glaube ich. Wird schon laufen. So, ich fahre jetzt hier mal los. Katz, hast du dich gerade bewegt? Nee, eigentlich gar nicht. Gut, ich bewege mich jetzt mal langsam weg. Wir werden jetzt mal gucken, wie stabil das Ganze hier läuft, ne? Also wir müssen das wirklich jetzt. Wo muss ich noch raus? Ach, wir müssen auf der rechten Seite raus, ne? Ja, muss ich raus, scheiße. Das ist jetzt wirklich Neuland 2.0. Ich weiß nicht, wir haben jetzt mal 30 Leute angegeben beim Server hier. Es kann auch sein, dass es dann zu much ist. Dass dann, weiß ich nicht, die Performance total im Po geht und dann geht ja gar nichts mehr. Das wissen wir. Das wissen wir jetzt also nicht. Das müssen wir jetzt einfach testen. Und ich glaube, aktuell haben wir es um 18, 19 Leute irgendwo oder so, oder fast 20. Ja, 18 müssten wir jetzt sein mit 18. Mir. Gut. Deshalb kann ich natürlich nicht versprechen, dass es läuft. Wir müssen einfach gucken. Gucken. Ich habe jetzt mal nur Standlicht dann gemacht. Ich will es nicht übertreiben, aber wir gucken mal, ne? Tobias, ja, es gab ein Update, ja. Aber wir wissen natürlich nicht, was es jetzt da... geupdatet hat. Ich weiß nicht, ob im SCS-Forum gibt es einen extra Beitrag dafür. Im SCS-Forum kannst du das mal nachlesen. Relativ viele Maps-Sachen wurden gefixt. Gerade die ganzen Bäume und Büsche auf den Straßen. Richtig, ich hatte auch auf alle Fälle einen Fehler in Österreich gesehen. Ja, das mal. Da war auch so ein Loch im Berg. Das sah sehr lustig aus. Das war bei dieser Passstraße, wo wir gefahren sind. Aber ja, wenn du die andere Seite fährst. Was, du bist raus? Ja. Also okay, Valentin ist raus. Oh. Also das ist jetzt wirklich nur rein zum Testen heute, meine Damen und Herren. Wir werden, ich habe ja gesagt, es wird sehr kritisch sein, was so Mods betrifft. Gerade Baker Accessory ist auch aktuell noch nicht geupdatet für die 1.50. Muss man dazu erwähnen. Und ich hatte auch schon beim Singleplayer im Test, ganz normal im Singleplayer, hatte ich schon ein Crash mit Baker Accessory. Deshalb wollen wir uns hier nicht aus dem Fenster lehnen. ETS5, es gibt kein Passwort für den Server. Wichtig ist nur, dass ihr den Konsolenbefehl eintragt. Das ist ganz, ganz wichtig, bevor ihr dann hier auf den auf dem Server joint. Oh, ruckel. Ja, bei mir war auch gerade einer, aber jetzt geht's wieder.
Also wenn, falls das Game crashen sollte, werden wir das nochmal eröffnen, aber dann mit weniger Spielern. Dann machen wir mal 25. Deshalb ist es vielleicht gut, wenn ihr alle zwischenspeichert, um dann zu gucken, wie es dann läuft. Ja. Oh, ja. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja jetzt den Server eröffnet, was vielleicht dann doch nicht so cool war, da ich ja derjenige bin, der hier auch noch nie bei streamt, OBS anhat und weiß ich nicht, was Performance, gut, aber es liegt ja mehr im Internet, ne? Weil das Spiel läuft eigentlich stabil. Es liegt dann, wenn er vielleicht an der Verbindung, ist immer recht schwierig, das festzustellen. Was habe ich? Wie hast du denn die Feststellbremse im Spiel aktiviert? Achso, was für Feststellbremse meinst du? Die von Alma oder was? Kaiser Gaming? Meinst du die? Ja, moin. So, wir kommen jetzt eh gleich nochmal alle zusammen hier, weil wir jetzt gleich laden müssen. Also solange mein Spiel nicht abstürzt, ist es schon mal gut. Weil ich bin der Hoster hier, ne? Weil wenn ich rausfliege, dann fliegen wir alle raus. Deshalb drückt die Daumen. Weil ihr könnt einfach so wieder joinen, das wäre jetzt mal nicht das Problem. Aber jetzt gucken wir einfach mal. So, meine Damen und Herren, ich gehe mal jetzt auf das Symbol. Das ist auch immer gefährlich, du bleibst stehen auf dem Symbol, drückst Enter oder sowas und dann kann auch schon mal sein, dass das Spiel abschmiert, ne? Kann schon mal sein. So, Kies 23 Tonnage. Ja, da habe ich gestern das Video gesehen. Kaiser Gaming, ganz normal, also ich habe das an USB angesteckt und dann kannst du da ganz normal, du hast ja da eine Position, also einen, das ist wie wenn du einmal einen Knopf drücken würdest. Und dann gehst du auf Feststellbremse und betätigst quasi die Feststellbremse. Und schon ist aktiviert. Mehr ist es nicht. Also bei der Tastenbelegung. Ich habe jetzt zum Beispiel. Also, genau. Das ist, mehr ist es ja nicht. Ich fahre jetzt hier mal raus. Ich fahre mal hier raus. Mal gucken, wir hier. Aber geil, also. Ich habe jetzt. Ja, was hast du? Ich habe jetzt das Problem, dass ich draufgehe auf den Server und dann dauert eine Sekunde nicht mal und dann bin ich wieder drunten. Also raus aus dem Spiel. Komplett raus. Ja. Ich steige jetzt mal zuerst in den LKW ein und gehe dann auf den Server. Vielleicht bringt das was. Ich weiß nicht warum, aber. Bei mir ruckelt es ohne Ende. Ich lade jetzt mal nicht, ich fahre einfach so mit, aber ich habe echt Angst, dass du mich rausschmeißt. Okay, Christian ist geflogen, hat er gerade geschrieben? Ja. Kann ja jemand vielleicht mal in die Game Log gucken, das wäre vielleicht mal ganz interessant, ob da überhaupt was drinsteht. Ob die Game Log irgendwas ausspuckt, das wäre vielleicht interessant. Müssen wir mal testen. Also das sagt mir die ganze Zeit, das läuft bei mir am laufenden Band, dass irgendwie die Lichtanzahl höher ist als die gelistete Kapazität. Hä? Wie? Mein Englisch ist ja nur nicht unbedingt so das Beste. Meins auch nicht. Das ist Belka Interieur, Belka Accessory. Ja. Has been mounted. Dann ist auf alle Fälle mit dem Interieur. Was hast du? Ich habe im Interieur jetzt auch gar nicht so viel gemacht. Ich habe Gardinen reingemacht. Ich hatte bloß noch Poppy. Ansonsten. Das, was man hier eigentlich im Video sieht. Sonst habe ich eigentlich gar nicht so viel reingemacht. So, der Alexander ist geflogen, als er einen Auftrag starten wollte. Ich hoffe, ich würde es nochmal erwähnen. Ich hoffe, ihr habt alle diesen Konsolenbefehl eingetragen. Es kann auch sein, dass einfach die Performance dann von dem Server leidet. Aufgrund, du musst ja, das Spiel muss ja quasi den Mod ja auch noch mitladen. Ist ja nicht so, wie wenn wir 30 Leute sind und wir haben jetzt keine Anbauparts dran, sondern wir fahren jetzt, sage ich mal, einfach so just for fun, ohne Anbaumods. Und jetzt haben wir aber noch Mods mit dabei. Das muss ja alles irgendwo geladen werden. Also ich warte ja sehnsüchtig auf den Dedicated Server und dann zu schauen, was dann Phase ist. Weil der Dedicated Server läuft ja dann stabil. Du musst dich selber hosten, du greifst bloß drauf zu.
Deshalb testen, testen, testen. Oh, was hat der Zug hier? Gar nicht gesehen jetzt hier. Also Valentin, du bist geflogen, ne? Katze, zum fünften Mal. Fünften Mal. Patrice, du noch nicht, oder? Nein. Okay, Katze? Opa Fosi ist rausgeflogen. Katze? Katze? Ich glaube, der ist gar nicht mehr da. Hallo? Achso, ja. Doch. Ah, jetzt? Achso, nee, ob du schon geflogen bist. Überhaupt generell. Nee, bis jetzt bin ich ja vor uns beim Starten, aber seitdem nicht wieder. Warten, reicht das für Jonas, Jonas, ich hast du dann beim Wiederjoinen wieder irgendwas anderes gemacht? Ja. Server-ID steht oben. Christian ist zweimal geflogen. Also wenn ihr rausfliegt, dann guckt mal in eurer Konsole, was in der Gamelog steht. Sparkel, wir fahren jetzt einfach mal so, Trust-Verfahren einfach mal so, kein, drauf. So 60, 70, also wirklich ganz sinnig, ganz langsam, einfach um das mal zu testen. Und bin wieder raus. Aber du warst gerade drauf, oder was? Alles klar. Ja, für eine Sekunde. Ach, für eine Sekunde, na, ist ja schon mal was. MP Quicksilver 383 connected client unterstrich ID 48. Ah, okay, danke. Hat mir jetzt viel weitergebracht. Also manchmal bringt ja diese Ding gar nichts, diese Game Log. Mhm. Selector Forsch. Also, wir wissen ja, dass wir wissen ja aktuell, dass Vision Capelka noch nicht geupdatet worden ist. Wir sind nach wie vor in experimentell Beta. Ich habe jetzt mal 60 eingeloggt, einfach so just for fun, einfach mal zu gucken, ob das läuft hier. Aber bei mir läuft es also noch. Ich habe bis jetzt noch kein Ding gehabt jetzt hier. Diesen started, lobby joined, Mr. Chipman Truck connected, client ID 1. Bis auf ein paar Lags. Bis auf ein paar Lags funktioniert es einigermaßen. Ja. Truck Junkie muss ich mir anschauen. Und zu mal ein wenig ruckle und ein wenig hänge, aber ansonsten. Ja. Ja. So geht's mir auch. Ja, das war bei mir jetzt auch. Also ich habe ab und zu mal so kleine Dinge, aber dann läuft es wieder. Ich glaube halt auch wirklich, wenn du die Hütte, also in Interieur voll knallst mit dem ganzen Belka-Zeug. Ist zu much. Das ist halt echt. Genau, dass es zu viel ist. Ich weiß aber nicht, woran es dann, ob es halt dann am eigenen Rechner liegt, dass er das dann nicht mehr verarbeiten kann. Oder ob das beim Internet, kann ich mir nicht vorstellen, dass es mit dem Internet zusammenhängt. Das liegt halt schon am Mod. Ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn man jetzt als Gast auf dem Server joint. Eigentlich müsste es ja leichter sein, weil du ja nicht derjenige bist, der hostet, weil du gehst da bloß drauf. Ist auch nicht so. Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig, das kann man schwer einschätzen. Aber ich sag mal so, also bei mir läuft es jetzt seit ein paar Minuten relativ gut. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, wenn das läuft. Ne? Als komisch ist, ich habe in der Außenansicht keinen Ruckel. Eine kurze Frage in die Runde, wie läuft das Spiel bei euch so? Bei mir läuft es eigentlich ganz gut mit 48 FPS. Marco fragt, wie unser Spiel so läuft. Also ich finde auch, das Spiel läuft, außer, wie schon gesagt, ein paar Ruckler, läuft stabil, sehr flüssig. Also ich habe keine Einbrüche oder so, einfach halt diese Ruckler halt einfach. Aber das schätze ich mal einfach an dem ganzen Zeug hier oder was, ich weiß nicht genau. In der Außenansicht. Außenansicht ist auch nochmal FPS-freudiger, als wie wenn du im LKW sitzt, meines Wissens. Das vielleicht auch noch mal so zum Testen. Ich bin gerade einmal rausgeflogen, weil ich den Job annehmen wollte. T-Bone-Flitter. Beim Job annehmen, aber beim Job, ich frage mich, aber beim Job annehmen. Wie schon, versucht mal in der Gamelog einfach mal nachzugucken, einfach mal schauen, was drinsteht. Das ist vielleicht mal interessant, da ein bisschen was rauszulesen. Vielleicht findet man was. Ob man also ich werde nicht schlauer aus dem, was bei mir drinsteht. Okay. Aber du kommst wieder drauf, oder jetzt nicht? Nö, probier's gerade nochmal.
bist jetzt einer Konvoi-Sitzung beigetreten. Jetzt drücke ich OK. Das lädt. Kein Später. Na, siehst du. Einfach, also wenn man rausfliegt, einfach noch mal ein paar Mal testen. Gameblock ist sauber, alles fein, keine Warnung. Okay, Tipo hat zum Beispiel in seiner Gameblock keine Warnung. Ich habe jetzt mal 71 eingeloggt, einfach mal so just for fun zum Fahren. Ich meine, wenn das läuft, dann sieht das schon geil aus. Das muss man einfach schon mal klipp und klar sagen. Ne? Dann hat das schon was mit dem ganzen Belka-Gedöns hier. Wenn das dann noch geupdatet ist und die 1.50 läuft und dann durch einen Dedicated Server nimmst, dann glaube ich, könnte es relativ funktionieren hier. Testen, 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 meine Damen und Herren. Testen, testen, testen. Aber nichtsdestotrotz bin ich da bis jetzt erstmal zufrieden, dass es läuft. So, morgen ist geil. Ja. Wer hätte es vor 10 Jahren gedacht? Kein Mensch, kein Mensch. Dass du sagst, du kannst hier dein eigenes Zeug einbauen und weiß ich nicht, du könntest ja theoretisch noch irgendwelche Skin-Pakete hier noch mit reinpacken oder was. Dein LKW irgendwie mit dem Skin-Paket hier voll klatschen und da gibt es halt diverse Sachen. Habe ich aber vorgestellt vor noch nicht allzu langer Zeit. Wo man sich die Farben auch selber gestalten kann, was so Tribals war, also richtig Holland-Style. Und dann einfach die ganzen Anbauzeichen. Ist halt einfach was anderes wie das SCS-Anbauzeug. Das muss ich einfach klipp und klar sagen. Ist ein ganz anderes Niveau, ganz anderes Level. Ist so. Wobei ich mich echt frag, warum SCS sag mal so die Anbauparts nicht überarbeitet. Ich glaube, da ist gerade irgendwas geflogen. Ja, der Praxi vor mir. Huh? Ich kann mir vorstellen, dass sie mal so ein Tuning-Pack bringen. Nee, wo Lampen überarbeitet sind. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt. Da passieren gerade ganz wilde Sachen. Ja. So. Mir ist gerade ein Reisebus aufgeblinkt. Ja, bei mir ist die KI vor und zurück und dann war sie komplett weg. Müssen wir lassen. Ich bremse mal runter auf 60. So was sagen, weil was ich nicht verstehe, ist, warum der SCS nicht die Anbauparts überarbeitet und mal ein Update rausbringt, weißt du? Das weiß ich nicht. Da gibt es auch wieder das Gleiche. Die müssten ja dann theoretisch, weiß ich nicht, wenn du jetzt hier Michelin-Männchen, ja gut, aber da haben sie halt eigentlich die Ding dazu hier, ne? Die Rechte. Ja. Aber gerade so die Lampen, weißt du? Also das ist ja. Ich weiß es nicht. Die müssen ja jetzt gar keine Originallampen, sondern einfach mal ein Designänderung, ein moderne. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben die da nicht so die, legen die da nicht so den Wert drauf. Oder lassen halt einfach der Community noch so diesen Vortritt, genau um solche Sachen wie jetzt Belka macht. Oder Wolli oder einfach sich da noch ein bisschen frei zu entfalten. So diesen Feinschliff der Community zu überlassen, weiß ich nicht. Da sind jetzt alle wieder da. Hier steckt ein LKW in seinem Auflieger. Okay, weiß ich es nicht. Traffic oder was? Ja. Ja, jetzt gebe ich mal wieder ein bisschen Gas. Superfusi-Schreiber steht Garage, Spawn Point not found. Dann nimm eine andere Garage. Guck mal, ob das geht. Ja, das hatte ich vorhin auch. Was hast du dann gemacht? Nix. Ich habe das Spiel neu gestartet, weil es ja abgekackt ist und dann hat es wieder gepasst. So. Und auf einmal bin ich dann wieder drauf gepumpt. So, ich fahre zu, ist mal ein bisschen schneller zu fahren. So, 75, bist du mal eingeloggt? Also bei mir läuft es seit ein paar Minuten echt stabil. Bei mir auch. Bei mir jetzt auch. Vielleicht muss ich das alles erstmal eingrooven hier. Aber geil sieht es schon aus, ne? Wenn ich jetzt hier mal gucke, weil ich guck mal auf der Karte. Ja, sieht schon nicht schlecht aus, ne? Das hat schon was. Also wir werden das jetzt gleich in Frankfurt sehen, wenn wir dann wieder zusammenkommen, das Ganze.
ganze Truppe. Also ich hatte gerade keinen Ruck, also es läuft, es eigentlich relativ stabil seit ein paar Minuten. Ja, aber wenn es sie beim Ruckler hält, dann ist alles gut. Finde ich. Ja. Ja, sehe ich auch so. Aber wie schon gesagt, wir sind ja noch in der Beta. Beta von der Beta. Deshalb, vielleicht wird es ja dann bei der Open Beta nochmal besser. Das wissen wir ja nicht. Das ist einfach nur, wir testen einfach. Wir probieren. So Experimenten-Beta ist eigentlich nicht oft rausgekommen bis jetzt, oder? Nein. Oder habe ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt? Nee, ich glaube, das ist das zweite Mal, glaube ich. Ja. Wenn ich mich nicht täusche, war das jetzt hier das zweite Mal erst. Wir hatten das einmal schon. Sicher? Ja, ich glaube, das gab es noch nicht so oft. Experimentell-Beta gab es noch nicht so oft vorher. Ich bin der Meinung, das ist die allererste. Nee. Experimentell gab es schon mal. Nein, die gab es schon mal. Okay. Experimentell-Beta gab es schon mal. Müsste ich nochmal nachschauen, aber ich würde sagen, das ist nicht die erste. Ich hätte gesagt, das ist die zweite. Mhm. Weil ich mache eigentlich immer, wenn die egal was für eine Version es ist, ich hole mir immer die Beta, weil ich wissen will, was neu ist. Ich will also mir das anschauen. Ah, siehst du, habt ihr gehört? Artenreichtum hat es gesagt, da wo der Multiplayer rausgekommen ist, STS Convoy, da war zum ersten Mal experimentell Beta. Also, jetzt habt ihr es gehört. Aber ich hole mir immer die Beta-Varianten, immer. Weißt du, wie lange das schon wieder her ist? Das ist schon wieder 3 Jahre her. Ja, kannst du mal sehen, wie alt wir schon werden. Und der SCS nutzt jetzt die Experiment mit Beta für Reporte, wenn irgendwas nicht passt oder wenn Crash sind oder so, oder? Genau. Ja gut, da haben sie jetzt genug zum Tun. Oh ja. Feinschliff. Deshalb sage ich ja, gestern 10 GB hochgeladen. Kannst du den Code eingeben? Gut. Will er eingeben? Geht es berg hoch? Was für ein Code soll man eingeben? Was für ein Code soll man eingeben? PKW fahr weg. Arsch. Entschuldigung. Wenn der Multiplayer rauskam, da musste man so einen Code eingeben für das Experiment zum Mitmachen. Ah, stimmt, richtig. Da hat er recht. Ja, stimmt. Da musste man damals einen Code eingeben, um beim Konvoi mitzumachen, bei dem experimentellen Wetter. Stimmt. Aber das ist schon lange her. Also kein Retarder. Das habe ich alle schon wieder vergessen. Das ist ja auch schon lange her, ne? Mal sehen, wie lange das schon wieder her ist, das ganze Zeug. Wenn das überhaupt drei Jahre? Also ich möchte meinen, dass man, oder sind jetzt Ende Mai, Anfang Juni werden es 3 Jahre. Naja, ja, ja, alles klar. Ja. 3 Jahre, ja. Geil. Sicher, hör mal auf 80. Los. Ah, so, morgen ist. Oh, jetzt habe ich einen Ruckler gehabt. Spaltassistent habe ich aus. Brauche ich nicht. Will selber fahren. Bin so gespannt jetzt morgen. Muss gucken, ob ich bis Freitagabend. Was, bist du rausgeflogen? Jo. Dann ist, aber dann ist irgendwas nicht passt. Das ist richtig. Irgendwas angebaut. Oh, hier ist ein Baum in der Straße. Hier, SCS Baum in der Straße. Hui. Major Zoropus ist moin. Irgendwas hast du? Oh ja. So weit ist es mit weiter. Was? Du hast doch gerade was angefangen. Du, Ach so, Freitag. Ich bin gespannt. Freitag ist ja wieder nicht sehend. Da will ich eigentlich wieder ein Livestream machen, aber ich muss gucken, ob ich bis dahin. Ob ich bis dahin das ganze Lenkrad aufgebaut habe. Ja. Link Error not found. Opa, wo ist es auch wieder rausgeflogen? Ja? An was liegt es dann, dass sie rausschmeißt? Weil es muss ja dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwas verbaut sein, was nicht passt, oder? Genau. Wir hatten, ich habe ja Glover seinen Renault vorgestellt und getestet im Livestream. Und ich hatte zum Beispiel einen Fehler, ich hatte einen Game Crash zum Beispiel, wo ich diese
TIR-Platte vorne dran gebaut hatte. Und die hatte auch, laut der Gamelog, hatte die den Fehler. Da fehlen irgendwelche MAT-Dateien oder so, die sind halt nicht mehr up-to-date. Das funktioniert, es wird dargestellt, aber sobald du die anbaust, dann fehlt irgendeine MAT-Datei oder irgendwie sowas und dann null, schmiert das Spiel ab. Also es sind verschiedene Anbauparts im Belka-Mod drin, die halt aktuell noch nicht richtig funzen. Das ist das Problem in der Geschichte. Und das ist jetzt wahrscheinlich Glückssache, weil ich habe wahrscheinlich im Interieur nicht das eingebaut, was zum Beispiel Valentin drin hat oder Opa Fosi als Beispiel, damit ich halt hier kein Game Crash habe. Ich weiß es aber nicht, es ist eine reine Spekulation. Ich gehe mal davon aus. Man könnte es natürlich so machen, die Jungs können jetzt mal in die Garage gehen und einfach mal Belka Accessory fürs Interieur einfach mal reduzieren als Beispiel. Sagen wir mal, okay, ich habe jetzt hier zwei Bobbys und die blaue Lampe, hier diese Blumenlampe drin und noch Wimpel und das hier und dann mehr habe ich nicht und Gardinen, mehr habe ich ja nicht. Aber vielleicht haben die irgendwas noch angebaut, was ich jetzt nicht angebaut habe, was dann zum Crash führt. Aber das weiß ich halt nicht. Aber das sehen wir jetzt gleich. Also falls ich eine Crash haben sollte, gucke ich natürlich in der Gamelog gleich nach, weil ich sehen will, was Phase ist. Ja, auch klar. Das ist klar wie Kloßbrühe. So, jetzt sind wir in Frankfurt. Jetzt wird es hier wieder interessant. Frankfurt Stadt, ihr wisst, muss der Rechner ein bisschen mehr arbeiten, weil er alle Objekte laden muss. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie es dann hier aussieht. Jetzt schauen wir mal. Gucken wir doch mal. So, am Freitag, schon sagt, ist dann wieder Befehl angetragen, deswegen raus ohne Fehler. Müsste Standard fahren mit dem Konvoi-Befehl. Der Andi schreibt, also ich hoffe, dass keiner den DirectX 12 Befehl eingetragen hat. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass es jemand gemacht hat. Oder Valentin, du hast doch nicht DirectX 12 eingegeben als Befehl, oder? Nö. Ja. Deshalb also, das glaube ich jetzt mal nicht, aber trotzdem danke Andi für den Tipp. Kann man ja mal so mitnehmen. Bin nebenbei noch am Eishockey gucken. Kann man machen. Da liegt das Problem, am Eishockey. So, jetzt fahren wir hier lang. Es kann auch sein, dass wir das einfach jetzt auch zu früh testen, das Ganze. Dass wir vielleicht gerade übers Ziel hinausschießen. Mit unserer Lust. Mit unserer Gier. Nach tollen Tracker-Treffen ist das Konvoi mit 128 Spielern ruckelfrei. Mit ganz viel Lampen, ganz viel Rundumleuchten, alles was dazu gehört. Oder, aber wenn es funktionieren würde, bräuchten wir ja keine Beta. Dafür ist die Beta ja da, dass wir es gut testen. Genau. Und jetzt würde ich schon was bei gedacht haben. Aber ich meine, wie gesagt, alles was du mit SS Konvoi und dann mit Mods on top nutzt, ist natürlich schwieriger, ne? Ich bin wieder im Spiel drin. Mhm. Ja, da bist du vielleicht was. Müsst mal gucken, meine FPS fragt danach. Da müsste ich mal gleich mal die Konsole nochmal anmachen. Katze, Vorsicht, ruckel, ruckel. Zumindest ich habe. Jo, danke. Ich habe nämlich hier im OBS steht 60 FPS. Zumindest steht es bei OBS so da. Jetzt warte mal, ich mache jetzt hier mal auf. Ich nehme also Steam sagt bei mir auch 60. Ja. Müsste noch mal gucken. Schauen wir mal, wenn ich jetzt hier fahre. Gerade jetzt, wenn ich jetzt, warte mal, wenn ich jetzt ablade, kann ja sein, gerade Auftrag annehmen, abbrechen. Das kann natürlich auch zu Spielabstürzen führen, das ist glaube ich klar. Fortfahren, Drive. Yannick, wir haben nur in der Beschreibung steht es drin. Belka Accessory. Oder ist in den Baum? Wir haben nur Belka Accessory, also Interieur und Exterieur, also beides verlinkt. Opa Fusi hat mal G und L entfernt, ich habe nur L dran. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn ich die Konsole einschalte, warte mal. Und da ist mein Spiel.
weg. Dein Spiel ist weg, oder was? Ja. Warte mal, ich habe hier oben ein Rendering. Aber mir auch. Aber jetzt, Hupala, jetzt ist meine Konsole nicht mehr so rot. Vorhin war die komplett rot. Warte mal. Das hat zwei ganze Mengen ausgeschmissen. Oh ja. Hier auf der Framerate. Realtime. Sieht aus wie so ein Herzschrittmacher, wenn man sehen kann, ne? Schaut lustig aus. 36, dann spackt er mal, haben wir so kurze Aussetzer. Tools. Rendering Target. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Wenn ich mir so die Framerate anschaue, ich bin gesagt immer auf alle Fälle immer über 30. Das ist auf alle Fälle. Zumindest läuft es noch. Aber ich habe nichtsdestotrotz, ich habe auch einen Fehler hier. Da steht zum Beispiel unbekannt Variantname, Chassis, Modell. Genau, Katze, du hast doch einen Volvo FH16 gehabt, ne? Ja. Genau, weil er zeigt uns hier nämlich einen Gamelog-Fehler an. In der Konsole, was ich ganz interessant finde. Finde ich eigentlich ganz interessant. Kann man sich größer machen, die Scheiße hier? Das könnte man noch größer machen. Hier steht auch irgendwas Traffic. Auf alle Fälle unbekannter Variantenname, Chassis 4x2 und Modell, bla bla. Kann ich das nicht größer machen, die Kacke? Man könnte das doch größer machen, oder? Oder war das Expanded? Nee. Ach, hier. Warte mal, war das nicht nur Error Audio Message, Error and Warnings? Shrink. Also Traffic spuckt auf alle Fälle hier und da was aus, ne? Meine Konsole ist sauber. Er zeigt ja wieder das gleiche Problem an, zumindest. Oh nee. Bin da. Ja, schön. Oh, ich bin raus. Oh ja, viele. Ich habe auf alle Fälle. Komisch, ich hab jetzt auf die Map geschaltet, dass ich Karte sehe und jetzt hat er wieder ausgeschmissen. Okay, also ich sehe auf alle Fälle den Fehler beim Volvo. Nach wie vor Volvo FH 16-2012. Zeigt er mir einen Fehler an. Und Lizenzplatte, immer was von Österreich. Feld. Da zeigt er auch noch was an. Ich gehe jetzt auch mal ins Menü. Okay, 13 sind noch, 14 sind noch da. Okay, gut. Ich probiere jetzt nochmal einen Auftrag zu suchen hier von Frankfurt. Wir fahren von Frankfurt nach Bern. So. Ihr könnt ihr vielleicht mal testen, vielleicht einen anderen LKW zu nutzen. Ich weiß aber nicht, ob es auf dem LKW liegt. So, auf alle Fälle sehr spooky. Camilo, moin. Jetzt pass mal auf, ich. Also es ist wie gesagt rein. Ach, müssen wir hier schon laden? Sind wir jetzt hier richtig? Ja, ne? Nee. Was habe ich denn hier als hier angenommen? War das hier jetzt? Bären? Tatsächlich, ich glaube, wir müssen hier schon laden. Hier scheinen wieder drinnen zu sein. Ah, ich habe es gar nicht geguckt. Ich auch. Ja, ja, aber Baker ist der Text verwendet, der aber nicht finden kann, weil Base-Archiv gesplittet wurde. Das ist normal. Ist der Texturen verwendet, die er aber nicht finden kann. Okay, Andy, das ist schon mal auch gut zu wissen, aber er sagte irgendwas vom Chassis vom Volvo. Das ist das, was mich so ein bisschen irritiert. Weil das hat ja da nichts mit Baker zu tun, ne? Flycam verwendet und Campcrash. Also Flycam würde ich jetzt nicht zwingend probieren, wenn man jetzt hier nicht in der Nähe. Obwohl, müsste aber auch funktionieren. Also ich bin jetzt, wir sind jetzt 39 Minuten online, oder fast 40 Minuten. Also ich hatte bis jetzt noch kein Game Crash. Noch nicht. Stimmt, das Valentin auf alle Welt ist. Jetzt warte ich mal, bis der herausgefahren ist. Ist auf alle Welt sehr spannend. Das Ganze. Oh, hier muss ich mal laden. Kugeln da drin sind. Q
Kuhhörner drin sind. Oh. Die Kuhhörner waren auf alle Fälle, Snake Eyes, das war auf alle Fälle ein Paymod. Die waren bei, wenn es die Kuhhörner fürs Interieur sind, dann sind die von Glover. Da, Journey will ein Dach zu kaufen, jedes zwei. Janik, ich habe den aus dem Gebrauchtwagenhändler genommen, weil der hat schon über 200.000 auf Tour. Nee, Quatsch. Der hat ja schon mehr, der hat ja schon 2,8 Millionen Kilometer auf Tour. Oh, jetzt sehe ich erst. Ich glaube nicht, sehe ich erst, 2,8 Millionen Kilometer auf Tour. Alter. Ich weiß keine Ahnung. Aber er läuft. Ich hatte mir gesagt, bis jetzt ein Absturz und jetzt läuft es von mir, komischerweise, mit dem gleichen LKW. Vielleicht brauchen wir mal erst einen Absturz, damit es läuft. Keine Ahnung. Genau. Also irgendwas ist komisch. Ich habe jetzt nämlich auch wieder LKW-Sound. Ah, du hast jetzt wieder LKW-Sound. Vorher hast du keinen gehabt, ne? Nee, richtig. Er sagt mir jetzt irgendwas von irgendeinem Austria License Plate Generation genau. Failed. Genau, da sagt irgendwas von Traffic, ne? Was ich irgendwie gar nicht verstehe. Den Fehler habe ich auch. Christian, oben in der Beschreibung ist die Server-ID, die Sitzungs-ID, die musst du nehmen. Und dann kannst du da einfach drauf joinen. So, ich fahre jetzt mal langsam los. Fehlermeldung mit dem Traffic von der License Plate, also vom Kennzeichen, ist bei jedem da drin. Ja, das kann sein, aber ich weiß nicht, ob das irgendwie was mit dem Ding zu tun hat, aber ich habe ja jetzt hier vorne. Ich habe ja ganz normales Gehe ich auch. Ich weiß nicht, ob das was mit dem Ding zu tun hat, mit der Traffic an sich. Zu zweit auf einem Haufen und sind beide rausgeflogen, ohne ersichtlichen Grund. Wahrscheinlich ist da jemand gejoint, der den 128er-Spruch nicht in der Konsole hatte. Genau. Ah, gut, danke. Also vielleicht alle nochmal bitte den Konsolenbefehl bitte eintragen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das gemacht habt. In der Konsole steht in der Beschreibung von dem Livestream. Bitte ganz wichtig, diesen Konvoi Size 128 bitte eintragen. Sie bin bitte raus. Jetzt war gar nichts und jetzt zweimal hintereinander. Seltsam, das ist so seltsam. Ja, manche SCS-Kennzeichen sind schwarz, das ist richtig. Vielleicht liegt es auch an dem. Vielleicht liegt es daran, dass was Slots hier mit der Flycam-Port. Ja, aber auch Messer Jockel schreibt, vielleicht liegt es daran, dass das. Viele Leute mit der Flycam joinen, aber dann hätte ich auch das Problem. Ich weiß ja nicht, warum ich da nicht das Problem habe. Das verstehe ich nicht. Und warum stützen dann an? Also es ist irgendwie sehr, sehr spooky, das Ganze. Ah, das ist echt. Ob wir das rauskriegen, Leute, das ist fraglich. Das müssen wir einfach immer wieder mal testen. Vielleicht kann auch sein, dass da zu viele Spieler sind. Ich weiß nicht, wie viele das hier drauf sind. Ich weiß jetzt gar nicht auf dem Server. Weil es kommt schon immer mehr zum Haus, zumindest das Gefühl. Fahrradstreifen gesehen. Habt ihr schon Fahrräder? Fahrräder? Fahren? Jo, da gibt es schon länger. Ja. Echt? Auch auf diesem Radschutzstreifen, der da vorne kommt. Oh, Alter, geht's hier berg hoch. So. So, dann fahren wir nochmal eine Runde. Guck mal, wie es jetzt läuft. Und tschüss. Wieder raus? Ja. Ja, ich auch. Ey, das verstehe ich nicht. Vielleicht müssen wir alle die gleichen Anbauparts im Interieur haben. Ui, Achtung, Auto. Ui. Der zeigt mir jetzt als Error an, das mit dem License Plate. From Austria failed using the last one. No. Sie bin jetzt wieder rein. Also ich kann ohne Probleme gleich wieder rein. Ja. Das nächste, was er mir anzeigt, ist Zero Cool Connected Client ID. Aber das mit dem Kennzeichen, das ist bestimmt der Fehler vom Traffic, weil die haben teilweise alle schwarze Kennzeichen. Also nicht alle, aber. Hier und da fehlen anscheinend Texturen oder irgendwas. Seltsam. Es ist sehr, sehr, sehr seltsam. Aber das müssen wir halt rausfinden. Das ist jetzt genau das, wo es jetzt. Ja, mal gucken müssen, ob das läuft oder nicht.
warum es nicht läuft. Weil ich glaube, ich weiß nicht, bin ich jetzt der Einzige, der jetzt noch nicht geflogen ist? Anscheinend, ne? Katze ist geflogen, Waldi ist geflogen, Patrice ist geflogen, Südpartner, alle sind geflogen, ne? Jetzt mal nach Bern zum Abladen und dann stellen wir uns irgendwo hin. Dann können wir noch mal gucken. Können wir noch mal diskutieren, debattieren. Alles mit uns schon, ganz offiziell. No. Was hat er gesagt? Du bist noch nicht ausgeflogen. Ja, du bist noch nicht rausgeflogen. Du bist. Ach so, weil ich noch nicht rausgeflogen bin. Das kann sein, ja. Der Einzige, der nicht geflogen ist, ist Marco. Tatsächlich, ja, da hat er vollkommen recht. Das stimmt wirklich. Ich bin der Einzige, der noch nicht geflogen ist. Vielleicht sollte man mal in Bern, dass jemand anderen Server aufmacht. Können wir es da nochmal testen? Ich habe also klar hier und da mal kleine Ruckler, aber ansonsten läuft. Läuft wie ein Mensch. Läuft wie heißt das Sahne hier? Das Janse. Ist schon. Ich bin auch gerade nochmal geflogen. Zweite Mal schon. Okay, ist Markus auch geflogen, das zweite Mal? Wir testen es gleich. In Bern machen wir mal. Hier sind schon vier. Testen wir mal. Valentin? Ja? Du bist ja schon x-mal geflogen jetzt, ne? Ja, ich bin jetzt noch drauf. Also bist du noch drauf, ja? Pass auf. Ich bin schon mal rausgeflogen. Ja. Pass auf, wir machen... Gestiegen, dann, warte, ganz kurz. Schnelle Reise gemacht und dann rausgeflogen. Okay, der Valentin ist auch rausgeflogen. Wir machen jetzt Folgendes, weil ich hatte ja jetzt bis jetzt wirklich, außer kleine Ruckler, hatte ich jetzt gar nichts. Und es läuft eigentlich relativ gut, man sieht's. Also, ihr wird nicht... Ich habe 85 übrigens eingeloggt. Jetzt pass auf, wenn wir in Bern sind, gehe ich mal raus und Waldi, du bist ja schon x-mal rausgeflogen. Dann machst du mal einen, richtig, ja. Dann machst du mal einen Server auf. Kann ich probieren. Das machen wir dann in Bern, das sind wir ja gleich da. Dann testen wir das nochmal. Dann gehen wir mal auf deinem Server und fahren einfach mal eine Runde durch die City. Mhm. Was dann Phase ist. Prost. 50 definitiv draußen ist. Snake, kein Problem, Dankeschön. Wie gesagt, also wer sich nicht safe ist, der soll die 1,50 einfach nur abwarten und dann ne, einfach warten. Zeig mir jetzt in der Konsole an. Natürlich rausgeflogen. Ich habe keine Belka-Mods an, also zwar an, aber keine angebaut. Angebaut, ja. Komisch. Okay, also Sparko sagt, er hat Belka an, sonst konnte er nicht auf dem Server sein, aber er hat nichts angebaut. Das ist auch interessant. Das finde ich sehr interessant. Auch sehr interessante Info. Der Chef fliegt nie. Chameleon. Und ich könnte nicht beitreten, weil ich meine eigene Mods gehabt habe. Da habe ich die Belge aktualisiert. Also trotzdem rausgeflogen. Dass man, wenn man nach Köln Schnellreise macht, keine Frachtzeichen mehr treffen kann. Also das mit den Frachten muss man noch dazu sagen. Wie schon gesagt, die Frachten. Vielleicht liegt es noch an der Beta, ich weiß es nicht. SCS haut jetzt nach und nach irgendwelche Updates raus, müssen wir uns aber noch gedulden. Wolli, so sieht's aus. Da steht das bei mir auch dran mit dem Vehicle Truck Volvo FH16 Chassis. Kann nicht sein, das meint sie einfach. Oh, das sieht ja schön aus, der Himmel, so dunkel. Oh. Also ich bin jetzt auch, was ich jetzt gerade feststelle, ich bin ein ganzes Stück hinter euch. Ja. Ich bin von Berlin hinter euch her Richtung Dortmund gefahren und mindestens eine halbe Stunde ist nichts passiert. Und auf einmal kommt ein Absturz nach dem anderen. Vielleicht. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht. Ich bin nämlich jetzt auch ewig weit weg von euch. Ich habe keinen Ruckler, keinen Hänger, nichts. Vielleicht liegt es dann daran, dass einfach, wenn zu viele Leute auf einer Fläche sind, dass es dann einfach nicht geht. Dass wir einfach da... Übertrag mal sein Pi. Ja. Das kann sein, ja genau, wenn zu viele Leute an einem Ort sind und du nicht bewegst oder vielleicht nur ein paar oder so, das ist dann einfach, kann auch sein, dass die Performanceform von dem jeweiligen Rechner nicht mehr zulässt, weil einfach nicht mehr das verarbeiten kann. Kann natürlich auch sein, und dann sagt Luft raus. Das kann natürlich auch sein, das weiß ich nicht.
Normalerweise ist doch so, wenn du als Hoster vorne, weit vorne wegfahrst, dann spinnt doch der Verkehr meistens bei uns irgendwo beide hin. Ja. Aber nichts, gar nichts. Und ich habe jetzt gerade keinen Verkehr mehr. Mir ist auf beiden Fahrbahnen nichts los. Ja, ist relativ wenig los, das stimmt, ja. Das stimmt auch. Ich habe ständig auf die Karte geguckt, um euch nicht zu verlieren. Und ihr wart eigentlich schon alle da. Außer zwei, drei Leute waren alle schon auf einem Punkt. Aber es ist nichts passiert. Stimmt. Oh, ist komisch. Opa Fosi, hast du, ich hoffe, du hast die Konsolenbefehl hast du eingegeben, weil der ist auch schon wieder geflogen. Ja, das war alles sehr merkwürdig. Ich bin ja auch nur rausgeflogen, wo die am Berg standen, also Richtung Autobahnauffahrt, will losfahren, auf einmal stürzt es ab. Ja, so hatte ich auch. Ja, wir müssen deswegen das einfach mal ausprobieren. Wir testen das jetzt gleich, wenn wir am Bären sind, testen wir das mit Valentin. Weil, wie gesagt, der ist jetzt ziemlich oft geflogen. Er ist jetzt hier im Discord, da können wir das gleich jetzt nochmal testen und dann besprechen und ausprobieren, was dann ist, wenn wir auf seinem Server joinen. Einfach mal ausprobieren, mehr können wir jetzt nicht machen. Das also ich meine, wenn es läuft, ist es natürlich, ist es schon mega, ne? Die ganzen Zusatzlampengedöns hier, das sieht schon ganz, ganz schnieke aus. Da ist doch schon richtig schrattig. Ja. Also wird ja. Ich hänge euch jetzt so hinterher, ich bin immer noch beim ersten Auftrag. So, ja, glaube ich, dann raus. Oh, beim ersten. Ja, also ich bin direkt hinter T-Bone. Alter, wie viele Leute sind wir denn jetzt hier auf dem Server, Alter? Das ist ja blau wie blau. So. Ja, das sind auf der ganzen Karte sind welche verteilt. Ja, ja. Frankfurt. Wie viele Kilometer hast du? Wir haben noch. Warte. 306. 306 Kilometer noch. Oh. Was? Ja, vor mir ist gerade ein Audi aufgeploppt. Neue Datei, steht da etwas. Ja, Chameleon, gucken wir eigentlich die ganze Zeit schon. Also bei den Leuten, die wo wir Spielabstürze hatten, gucken wir die ganze Zeit in der Gamelog, ob wir da ein bisschen was rausfischen können. Deshalb testen wir das ja heute. Das ist halt wieder, hier geht es nicht zwingend darum, irgendwelche Touren gemeinsam zu fahren, das alles so funzt, sondern wir probieren das jetzt natürlich aus. Wir sind jetzt neugierig, wir sind jetzt richtig angefuchst aufgrund, dass man ja jetzt hier mit so vielen Leuten fahren kann. Wie weit können wir das Spiel ich will nicht sagen ausreizen, aber wie weit können wir gehen? Und deshalb war heute die Idee, komm, wir probieren mal Belka Accessory, weil das ist einfach meines Erachtens der geilste Anbaumod, den es gibt fürs Interieur, Exterieur, wo du Zeug anbauen kannst. Und deshalb der Test hier. Aber wie schon gesagt, bei mir läuft's. Ihr seht es im Livestream, alles ruckelfrei, erste Sahne, ich habe nichts. Und bei den Jungs hinten haben wir da echt echte Probleme. Ne? So sieht's aus. Probier jetzt mal was. Also, ich fahre. Wird jetzt rausgeschmissen, ich gehe jetzt mal in die Werkstatt und hau mal das ganze Interieurzeug alles raus. Kannst du mal probieren? Aber wie schon gesagt, Sparko hat gesagt, er hat aktiviert, aber er hat nichts angebaut und fliegt trotzdem raus. Moin, moin. Deshalb, das ist dann doch eher die Frage, ne? Das ist doch. Englischen schreibt, wir haben 40 Mods drin und das läuft. Alter. Im Multiplayer, also im SDS-Konvoi? Oder wie der Watt oder wo oder wie Watt. Engelchen. Was schnappst du, Geist? Moin, moin. Ja, bebt. Ja, was heißt? Ich gucke mal zu viel hier. Bestimmt auch ein wenig dran, wie viele Leute hier sind. Wahrscheinlich geht es mit ohne dem Konsolenbefehl mit 8 Leuten vielleicht so stabile laufen. Es kann natürlich sein, wenn wir jetzt sagen, okay, du lässt den Konsolenbefehl raus, du fährst nur mit 8 Leute und nimmst Backgas, sorry, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das relativ easy läuft. Aber ja, die Idee dahinter ist ja jetzt nicht mit 8 zu fahren, weil das konnten wir ja vorher schon. Wir wollen ja mehr. Wir wollen ja mehr. Wir wollen noch mehr. Ja. Ich habe jetzt natürlich, Engelchen schreibt, also 40 Mods und läuft. Mit wie viel, Engelchen, mit wie vielen Leuten? Das ist vielleicht mal interessant zu nutzen. Ich meine, ja, ich weiß nicht, das ist jetzt hier alles rein zum Testen. Ne? Das muss man. Das ist alles Test. Müssen wir alles mal ausprobieren jetzt hier. Vielleicht klappt es auch nicht. Jetzt habe ich Angst gekriegt.
sind eh gleich da. Viel ist es ja nicht mehr. 230 Kilometer und dann probiert Valentin jetzt mal einen Server zu erstellen. Da gehen wir dann drauf und testen es erneut. Mal gucken, was dann mein System sagt, ob ich Spielabstütze habe oder auch nicht. Und wie es dann bei den anderen aussieht, vielleicht läuft es dann auch besser. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an mir. Ich wüsste es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Das ist halt der Geile, wenn du jetzt ein wenig verstreut bist auf der Map, dass du immer mal wieder einen triffst, der im Konvoi mitfährt. Das finde ich auch geil. Du musst aber dann begrenzen. Das sagst du zum Beispiel, du fährst nur deutschlandweit oder so. Nur in der nationalen Fernverkehr. Dann magst du vielleicht, weiß nicht, dann ist es schon cool. So 10, 15 Leute, ja. Jeder fährt zum Beispiel von Süd nach Ost, Ost nach West und dann so, auf einmal siehst du ein, nee, kannst du ein bisschen hupen und so, ein bisschen freuen. Das ist schon cool, ja. Ich glaube, das werden wir mal machen. Ich glaube, wir werden das mal testen. Wir waren ziemlich nett und verteilt. Bin mal drauf auf dem Server. Also Engelchen sagt, also die haben mit 40 Mods mit 10 Leuten verteilt aber auf der Karte gezockt und es funktioniert. Es ist eben das, was ich gerade gemeint habe. Wenn wir so verstreut sind, dass das bei demjenigen besser läuft. Ja, das kann sein. Ich glaube, das ist auch das Problem. Ist wie bei Trackers MP, es sind zu viele Leute auf einen Haufen. Sagt der PC, und wenn jetzt dein PC vielleicht nicht der neueste, nicht der beste ist oder vielleicht nicht die Performance hat, nicht die Power, dass dann einfach Spiel abschmiert. Das könnte in dem Fall jetzt hier sein. Weil so, wenn wir jetzt so fahren, ich habe jetzt keine Ruckler, nix, gar nicht, null. Das läuft. Und dann kommt die Anwendung Rien ne va plus. Was war Rien ne va plus? Rien ne va plus, nichts geht mehr. Genau, so ungefähr. Jetzt habe ich auch keine Ruckler. Ich habe nur gerade Leistungsschwierigkeiten, weil ich nur 540 PS habe. So, das ist wieder was anderes. Und bei meinem Bruder kommt die Einblendung, du nicht. Aber wir können das gerne mal testen am Freitag. Nochmal im SCS-Konvoi. Dann halt ohne, also auch, weiß ich nicht, mit oder ohne Mods, ist mir egal, kann man dann nochmal besprechen drüber. Was ist denn das für ein Grenzübergang hier? In der Schweiz. Hä, seit wann ist da Grenze? Ist nicht EU? Weißenberg. In 1.50 wurde die Schweiz überarbeitet. Das weißt du doch, Kai. Ja. Wieso ist das, ja, aber wieso ist da ein Grenzübergang? Nee, weil Schweiz. Die Schweiz ist nicht in der EU. Ja, aber Schengen-Raum? Trotzdem ist da Grenzübergang. Da stehen wirklich Leute am Grenzübergang. Ja. Ist tatsächlich so. War ja erst in der Schweiz letztes Jahr. Ja. Dass man alles runterläuft, kann man bestimmen. Eine tolle Drücke. Chameleon, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, was du jetzt schreibst. Ja. Das ist unser Ziel. Schaffhausen in der Nähe von Zürich, das sollte man oder von Betrieb. Ja, die sind alle im Betrieb. Ich bin bei Schaffhausen Richtung, ich war im Rheinfall, beim Rheinfall war ich. Da waren Leute am Ding. Ich bin in der Schweiz rumgedümpelt wie ein Verrückter. Da waren, egal was für Grenzübergang, immer Leute da. An den Übergängen. Immer. Schaffhausen ist 16 Kilometer von mir entfernt. Ja, das stimmt. Das hast du nicht weiter, aber gesagt, ja. Rheinfall angeguckt. Schön da. Sehr schön. Aber natürlich sehr überlaufen. Teuer und überlaufen natürlich, ne? Klar, logisch. Aber trotzdem cool. Ich glaube, da kannst du immer hingehen, das sind immer viele Leute. Aber ist cool gemacht, ist schon echt cool aus. Rheinfall muss man mal gesehen haben. Da siehst du erst die ganzen richtigen Touris. Oh ja. Die alle mit ihren Kameras, die ganzen asiatischen Kameras rausholen. Okay. Ja. Ist wirklich so, das stimmt. Aber ist fast überall so, das ist egal. War jetzt in Stuttgart doch. Dann ist das dasselbe, ist Wahnsinn. Dinkelbergmann. Ist tatsächlich so, es ist überall das gleiche. So viele Asiaten und so viel. Oh, Wahnsinn. Ja.
immer zu schlossen durch Warnstein, da wimmelt's von das Jahr. Oh ja, ganz schlimm. Da ist irgendwo ein Nest, die kommen irgendwo aus der Höhle raus, keine Ahnung. da geht ein Aufzug rein, runter nach Asien, da kannst du da wieder aufsteigen, steigst an, fährst du hoch, die anderen irgendwie so, keine Ahnung. Das muss sein, da hast du recht. Es ist wirklich so. Also ich war einmal, dachte mir, Alter, wo bin ich? Ich dachte, ich bin irgendwo im Ausland. Ich habe richtig Angst bekommen. Dass sie noch nicht abgebaut haben und wegtransportiert haben. Haben die das nicht schon nachgebaut irgendwo? Keine Ahnung. Wollten die denn nicht mal was nachbauen? Wahnsinn. Ach, sie haben so einiges nachgebaut. Ist auf alle Fälle heavy. Die sind richtig krass unterwegs, die Asiaten. Und die freuen sich über jeden Scheiß. Die fotografieren Mülleimer, weil sie so solche Mülleimer noch nie gesehen haben. Und keine Ahnung, die fotografieren alles. Irgendwelche Steine und Zigarettenstümpel, die fotografieren alles. Na gut, dann liegen da mal viele rum. Pommes mit Bratwurst, circa. Ich kann es nicht lesen, du wie Herz. Ich kann es nicht lesen, was Stefan geschrieben hat. Ich kann es nicht lesen, weil da dieses Herz ist. 15 Euro am. Was? Eine Bratwurst in der Seemänner. Aber Pommes mit Bratwurst. Also redest du. Pommes mit Bratwurst, circa 15 Euro. Ja, war das nicht. Aber auf jeden Fall ist doch auf einer Seite Deutschland, auf der anderen Seite. Nee, oder? Vielleicht ist es drei Felden. Einfallisch. Aber da ist komplett in der Schweiz. Aber da macht der Spruch alle Ehre. Ich glaube, du bist reingefallen. Das kostet nur 8 Euro. Aber warte mal, Pommes mit Bratwurst. Also reden wir jetzt von Currywurst oder ist es einfach nur eine Bratwurst? Weiß ich nicht, eine Bratwurst mit Pommes? Ist das so 15 Euro? Diese Dolle. Findest du? Ja, vielleicht ein bisschen, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, 25 Euro oder so, keine Ahnung. Das ist doch nicht. Also wenn ich zu meinem Lieblingsrestaurant gehe, da habe ich vier so eine riesen Fleischdinger drauf. Fette Berg Pommes, das kostet nicht mal 10 Euro. Ja, okay. Pommes kostet ja nichts. Pommes gespalten hier, Kartoffelspalten, die kosten ja nichts. Im Großmarkt hier so ein Sack, der kostet ja, weiß ich nicht, 5 Euro, weiß ich nicht was. Wiener Opernball kostet das so viel. Und das hier? Hallo. 15 Euro. Ich habe am Rheinfall, aber haben wir da was gegessen? Nee, wir haben nichts, wir haben ein bisschen Eis gegessen. Wir sind ja mit dem Wohnmobil hin, wir haben Wohnmobil gekocht und schnabuliert. Dann, weil die meisten Asiaten nur 2 Wochen Urlaub im Jahr haben, da wird schnell, was schaut da? Wird schnell alles fotografiert, um so viel wie möglich in kurzer Zeit mitzunehmen. Die Kamele, das stimmt tatsächlich. Die haben wirklich, die buckeln wie die Falken. Ich weiß nicht, die arbeiten ja keine 5 Tage so wie wir, sondern ich glaube 7 sogar, ne? 6-7 Tage arbeiten die Woche. Volle Möhre durch. Jalla. Ich hatte mal ein spezielles Erlebnis mit Asiaten. Wir sind mal im Fernverkehr gewesen, ich und ein Kollege, kamen von Italien zurück und haben dann auf dem Sandkotort, haben wir Pause gemacht, standen da 4 Reisebusse. Verstehe nur ich ihn gerade so schlecht, oder? Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Tofu. Fährt aus dem Discord nochmal jemand MAN? Oder auch jemand MAN? Gebratene Kalbsbratwurst mit Pommes, Kürbis, bei uns nicht so vorwärts. Achso, ein Kalbsbratwürstel, jawohl. Geht über Kalbsbratwürstel. Bernd, wir müssen jetzt hier auf alle Fälle links fahren. Bitte bleiben Sie auf der linken Spur. Fotografiert über die Schimane alle Vorteile auf meinem Fahrrad hatte. Prost. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das Moser-Lenkrad habe? Alter, ich habe so Bock drauf, aber ich kann noch nichts machen. Ich muss unbedingt noch umbauen bei mir zu Hause. Ich kann noch nicht anfangen. Ich kann noch nicht aufbauen hier. Meine Frau fährt morgen zum Ikea. Die muss mir zwei Füße holen. Für einen extra Tisch. Ja, nee, nicht extra Tisch. Ich habe hier einen Tisch. Und ich habe ja rechts und links sind 2 Füße für den Tisch. Und auf der anderen Seite ist quasi so ein, ja, nicht Rollcontainer, aber einfach so ein Schubkasten. Und der ist genauso groß wie die Füße. Der kommt dann weg. Da kommen da 2 Füße hin. Und da brauche ich halt doch 2 Füße, dass ich hier mehr Platz habe, weil das Lenkrad einfach so groß ist. Es hat 40 cm Durchmesser. Das ist quasi nochmal die Hälfte so groß wie das G29 vom Umfang her. Das muss man sich mal geben und dann sitzt du dann hier so da. Verstehst du?
Da hockst du dann wie ein Affe auf dem Fleisch. Ne? So ungefähr, so ungefähr. Kommt der Gegenverkehr mit Wampiger da entgegen. Und ja, da muss ich. Der Übergang in der Schweiz ist gerade gesperrt. Das ja, das spackt die KI am Grenzübergang. Das soll ich mit Flycam drüber. Ja, das war bei uns halt auch schon so. War bei mir. Hinter mir keiner, vor mir ewig keiner. Was ist das? Dann können wir jetzt bei Rumschnitzel. Alter, Stefan, das ist teuer. Das ist wirklich teuer. 28 Euro Schnitzel mit Pommes und Salat, das ist heavy. Oh, ja, das ist. Oder auf dem Campingplatz. Aber was ist ein Campingplatz, bist du? 28 Euro, was? Da die Visitenkarte hinlegen und den zum sagen, hier schickst du den Rest von dem Schwein hin. Ja. Seid ihr schon im Bern? Kurz davor, ja. Okay, ich habe jetzt noch 90 Kilometer. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, zum Ziel sind es jetzt noch 41 Kilometer. Ich bin bei 2,30. Yannick, hast du den Konsolenbefehl eingetragen? Ganz wichtig. Der steht in der Beschreibung. Wann hast du den eingetragen? Im Singleplayer. Wo du auf dem Server joinst. In der Konsole. Ich habe auch das Gefühl, mit dem Traffic, glaube ich, dass es auch mit dem Traffic was zu tun haben könnte. Kann natürlich auch sein, ja. Nichts. Ja. Nichts rot, nichts gelb kommt. Also ich habe jetzt auch gerade nirgends hohen Traffic, nicht auf der Gegenfahrbahn oder auf der eigenen. Doch, ich das läuft hervorragend. Ich hatte jetzt gerade Auto und LKW. Ich habe einen Reisebus mit Warnblinkanlage, Höhe Hegau West stehen. Oh, ein bisschen Stau. Moin, moin. Hallo. Da steht was quer, da fliegt ein Wohnwagen. Engelchen, wir sind in Bern. In Bern. Ich bin in Zürich. Ich bin inzwischen. Ui. Gerade ein LKW mehr vorbei. Was macht die KI am Grenzübergang? Oh oh. Allen LKW vor mir. Bei mir vorher kurz geruckelt, bevor ich um die Kurve gefahren bin. Lag wahrscheinlich daran, dass ich hier jetzt hier Stadt und so, ne? Muss alles wieder laden. Hast du nochmal gewusst gesagt? Was machen die denn? Das ist der originale Grenzübergang sogar von Bieting nach Thaling. Das ist ja richtig geil hier. Was hast du da? So soll es sein. Das ist ja mega. Also der schaut wirklich so aus, oder was? Ja. Ich wohne ja da in der Nähe. Okay. Das ist ja echt ultra geil. Nur halt, bevor der Grenzübergang kommt, circa 2 Kilometer, fehlt noch ein großer Kreisverkehr, wenn du die Autobahn A81 runterfährst. Da kommen dann 2 Spuren, da kommt eine PKW-Spur und eine LKW-Spur. Aber der Grenzübergang, der ist echt 1:1 original. Mit dem Parkplatz, allem drum und dran. So muss das sein. Das ist ja mega. Wohin 20 bei mir gerade wieder mehr ruf, ne? Das liegt aber daran, dass wir in der Stadt sind, ne? Mhm. Und wenn wir jetzt dann wieder alle zusammenkommen, kann sein, dass deine andere wieder fliegt hier, das ist auch klar. Marco, kannst du dich erinnern? Ich hab dir doch mal erzählt, dass sie bei Herpa auf dem Sommerfest war, wo das Truckertreffen war. Wobei? Bei? Herpa. Ach, Herpa jetzt. Ja, hast du erzählt, ja, richtig. Mega. Genau, weil du gefragt hast, wo das ist in Dietenhofen, das ist bei Ansbach, gar nicht so weit weg von Ansbach. Okay, ist es. Also von mir ungefähr 40 Kilometer. Wie ist es dieses Jahr nochmal? Nee, nicht, oder? Ich hab schon im Internet geschaut, ich glaube schon, ich weiß den Termin nicht, aber ich suche ihn aus, dann schicke ihn dir. Ja, passt, wollte ich gerade fragen, dann her damit. Ich weiß nicht, war das Sackertreffen dann groß? Übersichtlich. Da ging es jetzt mehr darum, um Herpa und die Firma selber. Ja, sehr klar. Kann man dann Schnapper machen bei Herpa dann? Ja, klar. Weil ich habe mir jetzt tatsächlich wieder 2 LKWs bestellt. Die müssten morgen kommen. Und ich stehe halt mehr so gern auf den, ja, ich will nicht sagen älteren Modelle, aber ich habe hier F2000, Mercedes SK steht hier rum und TGA, immerhin solche Geschichten steht bei mir jetzt hier rum. Und ich habe jetzt wieder was bestellt, das muss man gucken. Eins ist, glaube ich, ein MAN, F90, glaube ich, war das, Hängerzug. Und das andere war sogar ein Renault Magnum. Und ich dachte, komm, Renault Magnum muss der. Der sieht geil aus.
Mit Klosteig-Trailer. Der macht dir doch das ganze Regal kaputt. Nein, das ist geil. Ich brauche sowas. Ich habe da voll Bock, da muss ich immer das gleiche dastehen. Ja, aber Magnum, musst du aufpassen, wenn du spielst. Das macht er nicht. Ihr schreibt was von 29. Juli, Juni. Patrice? Ja, das kann schon passen. Ich schaue nach, ich schicke es auf jeden Fall. Du kriegst über Discord. Perfekt, perfekt. Weißt du, wie viele LKWs da ungefähr da waren? 100, 50, 20, 10? Ja, zwischen 10 und 20 vielleicht. Echt nicht mehr? Also, nein, nein, nein. Schade, schade, schade. Ich sag, ich glaube, das war da hauptsächlich, da ging es einfach um die Firma Europa sich zu präsentieren. Hast du aber eine Werksführung machen könnt, weil ich das noch weiß. Geil, gut, da komme ich. Ist im Süden auch irgendwas geplant, so Trucker-Treffen oder sowas, in echt? Ich weiß, Geiselwind ist dieses Jahr wieder. Da will ich eigentlich schon. Aber nee, da kann ich nicht. Geiselwind wollte ich hin, kann ich nicht, weil da bin ich auf Schiffsreise. Voll kacke, habe ich mit der Chefin schon gequatscht. Chameleon. Schiffsreise, das schon. Jetzt am Wochenende ist doch Rüssel, oder? Rassel, Rüssel, oder wie heißt es da? Lohnfelder... Ach, Lohnfelder Rüssel, glaube ich. Ja, Rüssel heißt es ja. Genau. Oh, sie ist auf jemanden raus, wie es ausschaut. Der ist jetzt mal vor mir richtig abgeflogen. So. So, Gamecraft immer noch im Singleplayer. Okay, was ist das? Dann ist das speziell. Ich guck jetzt mal ganz kurz auf, wie viele Leute wir auf dem Server sind. 26 Leute! Alter, was ist denn los bei euch hier? Schön. Gut, ist halt die nächste Frage, ob das mein Internet ist, dann standhält. So, was hast du denn für ein Internet? 100er DSL. Mach ich doch. Aber klar, Glasfaser ist jetzt beantragt und das Leerrohr fürs Glasfaser liegt schon im Haus. Ich habe nach wie vor ja von, bin ja bei Vodafone, Vodafone. Ich habe ja die 1000er Leitung und die ist eigentlich außer einmal im Jahr. Es ist wirklich durchweg stabil. Ich habe nie Probleme, außer einmal im Jahr, dann meistens, wenn ich Geburtstag habe. Das Spiel kennen wir ja schon. Mal gucken, wie es dieses Jahr ist. Genau, der Daniel schreibt, der Frontenhausen ist dieses Jahr auch wieder Frontenhausen-Antrag getroffen. Wer es nicht kennt, das ist in Niederbayern. Richtig geil, da sind roundabout immer über 400 LKWs da, wenn das Wetter passt. Und das ist auch richtig geil, richtig riesengroß und das ist also auch richtig geiles Treffen. Da ist richtig was geboten und vor allen Dingen viele LKWs, die man so noch nicht gesehen hat. Und um das geht es ja auch immer, nicht immer zu den Standardtreffen zu fahren, sondern zum LKW-Treffen zu fahren, wo ich zum Beispiel noch nicht war. Deshalb gucke ich immer auch die kleineren Treffen. Munderkingen zum Beispiel, wo ich letztes Jahr war, war übelst cool. Da waren LKWs, da war ich geil, habe ich noch nie gesehen. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen Highlight, ne? Deshalb mal sehen, was Phase ist dieses Jahr. Mal schauen. Mal mit der Chefin nochmal quatschen und dann was gucken. Aber mit Herbert habe ich schon mal überlegen. Vielleicht mal hier die Kamera mitnehmen, vielleicht hier eine Führung machen. Ja. Vielleicht darf man filmen. Will natürlich ein paar LKWs abstauben, ist eh klar. Also ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Du kriegst eine Meldung. Nachricht. Super. Jawohl. Das will ich hören. Sag mal, kommt denn aus einer Ecke da unten? Kommt da nicht der Rhein-Sigi her? Der LKW-Fahrer, der Dracke? Der Sigi? Kommt aus, ich glaube, der Schwandorfer Kennzeichen, glaube ich. Schwandorfer ist oberhalb von Regensburg. Ich glaube, Schwandorfer Kennzeichen hat der. Okay. Schwandorf kennst du, oder? Ja. Ja, genau. Also Schwandorf, glaube ich. Ich glaube, es war Schwandorfer Kennzeichen. SAD. Hm. Genau. In Munderking habe ich letztes Jahr den Jumbo getroffen. War eine ziemlich lustige Begegnung. Jumbo, den habe ich gar nicht gesehen, obwohl ich war auch da, ich habe mit der Kamera, ich habe sogar die Drohne dabei gehabt, bin mit der Drohne in die Runde geflogen, übers Tackertreffen. Hey, Jumbo war da, also der Hölzel Michael, der war auf jeden Fall da. Ich habe ein Foto noch mit ihm gemacht. Okay. Das war im ersten Mal unangenehm, weil er zwei Flaschen Bier in der Hand hatte, sag ich, du, hast ja nichts zum Verstecken, ich meine. Wenn sie stört, schmeiß weg, weil Radler trinkt sowieso keiner. Das ist richtig. Geil. Richtig. Soll ich da mal einen Server aufmachen? Ja. Also, meine Damen und Herren. Ja. Dann hat man gar nicht viel Lampen angebaut. Oberfusi. Ich bin in Under. Oberfusi. Wir haben
halten, du. Mal lieber. Ja, aber egal. Ja, schön. Wir machen jetzt so, meine Damen und Herren, wir werden jetzt hier diesen Konvoi schließen. Warte mal. Valentin, wie heißt dein Server dann? Oh, Nordic Calmer. Okay, dann kannst du schon mal abzwitschern und schon mal einen neuen Server aufmachen. Dann sage ich das jetzt hier mal im Dings dabei. Ja. So, hallo zusammen nochmal. Jetzt pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir werden diesen Konvoi schließen. Und wir öffnen gleich nochmal einen neuen, der heißt dann Nordic Cargo. Und da probieren wir das dann das Ganze nochmal, um zu gucken, ob das dann stabiler läuft oder halt auch nicht. Wir testen jetzt einfach nochmal. Also, wisst ihr Bescheid, der ist jetzt gleich aus hier und dann ab zu Nordic Cargo. Okay, gut. Bis dann. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Bis gleich. So, Sitzung schließen. Flip. Also ich hatte tatsächlich, wir sind jetzt über eine Stunde unterwegs, kein Absturz. Hui, hui. Jetzt gehen wir zu Nordic Cargo. Ich glaube, es reicht schon, wenn du nur Nordic eingibst normalerweise. Ja, ich habe den Sitzungsbuch-ID habe ich mal reingeschickt. Mhm. In Live-Chat. Ich gucke jetzt mal. Schon drauf. Ja. Wo stehst du, Valentin? An der Abladestelle, wo wir gerade abgeladen haben. Alles klar. So, ne, was hat hier noch jetzt gefunden? Ja, muss ich hinter. Ach, wo ist das reingeschrieben? Auf einmal, Live-Chat. Im Live-Chat? Im Livestream meinst du? Live-Stream, ja. Achso, wird noch nicht angezeigt bei mir. Drei Abstürze. Okay. Wir sind schon zu 8. Zu 9. Cargo. Mach nochmal. Muss nochmal suchen. Ah, warte mal. Warte, den Filter habe ich hier vielleicht. Sitzung mit Mods, Mensch. So eine Scheiße. Ja, das musst du anmachen. Ja, aber sonst geht nicht, ja. Das ist recht. Ich sehe jetzt sogar, wo ich bin. City, darf ich 50 km/h? Heißt er doch. Mütze. So, jetzt. Fahren. Drive. Guck an, schon sind wir wieder da. Tolle Geschichte. Schön, oder? Läuft. Ach ja, habe ich euch schon mal Mozart Lenkrad gezeigt? Also das merkst ist, du bist richtig stolz. Ich bin richtig, das ist wie, guck dich das mal an, wie fett das ist. Da sitzt du dann hier so da. Ich muss alles umbauen zu Hause. Ich bin wahrscheinlich morgen nach der Arbeit und also am Freitag dann der Livestream stattfindet. Ich kann es euch noch nicht versprechen. Also geil. Der Plan ist es. Das ist ein Apparillo, ich sag's euch. Und schwer das Zeug. Schwer. Die Pedale unten. Der Motor alleine. Nur der Motor. Ohne Lenkrad. Wiegt 6 Kilo. Dann die Halterung dazu. Dann glaube ich, die komplette Halterung für den Tisch mit Motor war ich fast bei 8 Kilo. Dann das Lenkrad. Das Lenkrad wiegt wahrscheinlich so viel wie das ganze Logitech G29 Lenkrad hier. Da sind wir wieder. Müsste ich mir auf jeden Fall erstmal einen neuen Tisch besorgen, bevor ich mir überhaupt das Lenkrad hole. Ihr müsstet auf alle Fälle euren Tisch festspaxen irgendwo, dass ihr, wenn ihr lenkt und hier, weiß ich nicht, Force Feedback anhabt, dass ihr alles durch die Gegend fliegt, ne? Aber das ist ein Lenkrad, da sind Aufkleber dabei und Am besten Kopfstütz, zwei Küchen, Arbeitsplatten, Spacks sehr aufeinander, dass genau. Du die Tischplatte hast. Genau, das ist am besten. Also so, holt euch eine Arbeitsplatte von, weiß ich nicht, Ich freue mich auch drauf. Und hier die Nähte, das ist alles so geil verarbeitet. Es ist wirklich, ich habe nichts gesehen, wo ich gesagt hätte, sieht komisch aus. Gar nicht. Die Pedale, Vollmetall, alles. Es ist alles Vollmetall. Kein Plastik, kein billiges Kunststoff, nicht. Ja, gut. Nicht. Das ist Wahnsinn. Also ich bin echt. Buh. Gut. Back to the roots. Wo? Wir sind jetzt mittlerweile wieder roundabout, weiß ich gar nicht. 21 Leute tatsächlich. Willst du noch mal eine Runde fahren jetzt hier? Fahren wir einfach mal eine Runde oder was? Ja. Pass auf, wir machen mal Folgendes, um das vielleicht ein bisschen zu testen. Wir sind ja jetzt. Oh mein Gott, besorgt der lieben Sportlenkrad. Camilo, nein, wir brauchen ja extra dieses Truck-LKW-Lenkrad. Um das geht's ja. So, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich werde jetzt hier, um das ein bisschen auszureizen, das Ganze, durch Bern fahren.
Verstehst du? Wisst du, verstehst du? Ich fahre jetzt einmal hier lang. Dann fahre ich diese hier lang, diese Geheimstrecke. Und komme dann hier wieder raus. Da kann man ja diese. Ich fahre quasi einmal im Kreis jetzt, um zu gucken, was sagt mein System, was sagt mein Ding. Stürzt alles ab. Und das geht's jetzt hier. Feststellbremse, machen wir es auch raus. So, ich teste jetzt einfach mal. Also das Einzige, was ich schon mal merke, wenn ich jetzt hier losfahre. Wo kommt ihr denn alle auf immer her? Von rechts überholt, von links überholt. Ich hab die gar nicht gesehen, die sind auf einmal alle neben mir aufgeploppt. Plop, 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 plop. Achso, auf dem Parkplatz ist oder was? Ja. Engelchen. Minister, Germany Truck, wie geht's das für dich? Germany Truck. Oh, jetzt bin ich falsch gefahren. So eine Scheiße. Kacke. Scheiße, die Straße ist zu früh reingefahren. Oh. Hast du gerade auf. Jetzt hört's auf. Vorne mit Ausgang ist KI-Fahrer. KI-Auto hat sich KTL-Deck gespawnt, weggedrückt. Falsch gefahren, wir müssen umdrehen. Wir hätten vorne links fahren müssen und dann nochmal und dann geht's links erst. Eieieiei. Aber die Frage ist doch, ob jetzt jemand rausfliegt. Ich glaube, entlang, wo ihr gerade gestanden habt, beim RT-Lock da oben. So, jetzt. Na komm, vor, danke. Wir testen jetzt einfach mal, ob jetzt irgendjemand rausfliegt hier nochmal. Einfach nur mal, um das ein bisschen hartnäckig zu testen. Fahren wir jetzt ohne Trailer ein bisschen durch die City. Ein bisschen das Ganze auf Herz und Nieren zu testen, indem wir einfach in der City unterwegs sind. Das frisst mehr Performance wie jetzt auf der Autobahn, weil auf der Autobahn lief es ja perfekt. Deshalb jetzt mal ohne Trailer einfach mal just for fun jetzt hier durchheizen. Jetzt ist die Frage, an was es liegt, wenn es hier niemand rausfliegt. Ja, genau. Ich habe gerade versucht zu joinen, ich bin rausgeflogen. Okay, gut. Ja, da hast du eine Frage schon mal. Das Südbahn ist rausgeflogen. Versuch nochmal. Ich weiß, vielleicht... Also auch... Ja. Ja? Er stand dann dran, wo du dann OK drücken musst, dass du in der Sitzung drin bist und dann hat das Spiel Tschüss gesagt, oder? Dass ich im Ladebildschirm war. Achso. Okay, im Ladebildschirm. Die neue Passage. Ja. Bin ich jetzt falsch gefahren? Nee, Quatsch. Nee. Wo bin ich jetzt lang gefahren? Ja, was ist denn das jetzt hier? Alte. Sind alle umeinander. Du Scheiße, wir müssen eigentlich rüber. Ups. Oh, oh. Hupala, jetzt ist der Sigula. Haben wir wegen falsch gefahren jetzt. Grutze, 5er. Ja, wir sind gerade, genau, wir sind in Bern. Danke, Camilo, nochmal fürs Schreiben. Eine Luftfederung nach unten. Ich bin gerade über den Bordstein drüber gefahren. Macht Puff. Interlaken, da gibt es auch ein übelstes Tagertreffen, ne? Interlaken, gibt es auch ein geiles Tagertreffen in der Schweiz. Auch riesengroß, auch sehr bekannt. Da war ich im Urlaub vor 2 Jahren. Pfingsten. Schöne Gegend. Warte, dass es bei mir in der Nähe hier keine großen gibt. Da gibt es auch jetzt also so grüne. Von mir aus ist das nächstgelegenste, wirklich große Bekannte, ist hier auf dem Autohof Berg. Das sind aber auch über 100 Kilometer von mir. Da war ich letztes Jahr, Autohof Berg. Da war ich. Geiselwind, ah gut, Geiselwind musst du nochmal komplett schräg rüber, ne? Das ist viel zu weit, ja. Das ist ja kacke. Ja. Ja. So wird der Geiselwind ist wieder meine Richtung hier. Ja, na, Geiselwind bin ich dieser nicht da. Ich wollte das, weil ich wollte Bekannten dort treffen, aber wie schon gesagt, geht nicht. Weh auf die Kreuzfahrt und so, da geht's dann natürlich nicht, ne? Ja, ansonsten wäre ich hingefahren. Komm, halte. Katze, organisier halt eines. Mach halt irgendwie so ein Sachsen-Treffen. Genau. Genau, Katze, wie sieht's denn aus hier? Hast du Fläche im Garten oder so? Ich hab nicht mal einen Garten. Oh, scheiße, vom Block? Genau, die Straße zustellen. Machen wir, nimm mal ein paar Hütchen. War so, genau. So ein paar Hütchen, das ist eine Straßensperrung, wenn es gut ist. Oh, weit ist gebrochen von dir weg, Katze? Was hast du gesagt? Wie weit ist der Brocken von dir weg? Ja, gute Frage. Ich gucke mal. Was muss... Was ist die Tür halt dann? Warte, Marco. Der Brocken? Oh ja, der Brocken. Oh, das ist so kurz vor unterhalb von Hannover, ne? So rechts davon ein bisschen.
Ah, das ist gar nicht so ohne. Ja, das sind über 200 Kilometer von mir. Okay, alles klar. Also doch bei dir im Garten. Genau. Der hat keinen Garten, Mensch. Ja, deswegen sag ich es doch. Aber ihr habt bestimmt einen Sportverein, oder? Ja. Ja, also, die haben einen Fußballplatz. Jawohl. Fußballplatz, da kam jetzt den ganzen Fußballplatz kaputt. Herzlich, habt ihr einen Flugplatz, dann fliege ich zu euch. Ist der nicht bei dem Asphalt-Cowboy hier beim Eckertorsten? Der hat doch irgendwie so in seinem Heimatdorf in Windischhausen, oder wie das heißt, irgendwie so Drackertreffen so klein ist, oder nicht? Da kam doch mal was bei Asphalt-Cowboys. Das kann sein, ja, der hatte mal was. Ja, da waren aber nicht viele da, da waren aber 20 LKWs, oder? Ja, so hat es im Fernsehen ausgeschaut zumindest, ja. Ja, hatten rechts mal auch wieder Game Crash. Also es liegt nicht an mir, das ist schon mal gut zu wissen. Also ich habe ja eins hier, das war letztes Jahr, so viel ich weiß, das erste Mal. Im Erzgebirge ist eins, aber das ist okay großes. Also vielleicht ist es dieses Jahr, vielleicht sind ja da ein paar mehr, wenn sich das mal rumgesprochen hat, mal gucken. Das meinst du, das erste ist nie so groß. Das war sogar beim Schubert damals. Ich war ja beim Schubert, drei Stück hat er gehabt, aber ich habe bei allen dreien. Das erste war auch nicht so groß und dann wurde es halt natürlich, ne, Publikum und so, dann ging ganz schön was ab. Gibt's das noch? Das vom Andi, das Nee, das gibt's nicht mehr. Wird nicht mehr vorgeführt. Also wer da hin will, das ist, heißt Trackärzte ist Mitte Mai. Wo ist das? Talsperre Markersbach. Aber ja, genau Mitte, ist genau Pfingsten, ne? Am Oberbecken, genau. Ah, scheiße, kann ich nicht. Du musst Google Maps raus, warte. Kann ich nicht. Oberbecken Markersbach. Erzgebirge. Erzgebirge? Das versteht mich doch keiner. Wenn ich sage, ich mag ein halbes Bier, der versteht mich doch nicht. Was? Genau, sag ich nicht, Brana, ich brate ein halbes Bier. Was du? Vom 17. bis zum 19. Mai. Habe ich das richtige? 264 Kilometer. Echt nicht? Ja. Was haben Sie da von Strecke ausgesucht? Wir fahren nämlich gerade mit Rail, ne? Schön, interessant hier. Achso, kennst du ja, gar nicht? Das ist eine Hidden Road. Engelchen? Ja, die kenne ich jetzt auch. Jetzt kennst du, ne? Das ist die Hidden Road hier. Das hat für dich schon vorgestellt auf einem Video, war die mit drin. Nee, das Video ist noch nicht fertig. Achso, ja doch, das ist der Schweiz. Ich habe noch ein zweites Video, wo ich im Rhein-Ruhr-Gebiet rumdüse, Hidden Roads. Das Video ist schon fertig, aber ich habe es noch nicht. Ich glaube, es habe ich morgen mal raus, morgen Mittag oder so. Keine Ahnung, mal gucken. Checkst du nochmal ein Video? Ja, jetzt treffen wir uns wieder hier an dem Parkplatz. Dann machen wir mal so ein kleines Fazit, was das betrifft. Ich fahre hier einfach, was mal wurscht, das ist nur zum Testen. Aber das Burn ist doch cool gemacht, weil wir den die ganze Hitze uns und das ist echt geil gemacht. Gut, ne? Ja. Ist eigentlich was Neues von der RPM, ne? Weil die alte funktioniert ja nicht mehr. Bei mir zumindest. Ja, was heißt das, was Neues? Die Jungs sind am Basteln, sind fleißig am Testen. Läuft sogar meines Wissens relativ stabil auf der 1,50, aber die warten natürlich noch ab, bis die 1,50 komplett fertig ist. Dann werden wir da dementsprechend ein paar Livestreams von machen, um zu zeigen, was gibt alles neu. Und ich kann jetzt schon mal verraten, da ist ganz viel geiles Zeug dabei. Da, also ich darf nichts verraten, aber holla die Waldfee, da werden wieder lustige Abende kommen. Egal ob Wechselbrück ist oder dann einmal quer durch den Wald, wie auch immer. Lasst euch überraschen. Es wird riesen groß. Ah, chillig. Tschüss, Spiel. Hau rein. Ja, meins auch. Tatsächlich. What ja, ich auch. Ich habe Escape gedrückt und weg war's. Ach, du hast Escape ich gedrückt? Achso. Ja. Ich wollte die Karte öffnen. Also es hat meinen Auflieger zurückgeschickt. Konvoi, also ich starte jetzt nochmal den Konvoi, dass wir vielleicht alle mal kurz zusammenkommen. Achso, Konvoi hosten. Wer möchte? Ich habe nochmal einen erstellt. Das ist der gleiche wie vorher im Prinzip. Dann nochmal sich hinzustellen. Ja. Das immer jetzt gucken. Kann ich mal meine Ecke wieder mal gucken hier. Jetzt schmeißt du mir einen Fehler rein. Vehicle, Trailer, EU, Wielten, Container Master. Na, das hat aber nichts mit dem Konvoi zu tun hier. Ja doch, einer fährt auch mit
Container-Trailer ohne Container. Habe ich gar nicht gesehen vorher. Mitgefahren. Ja, ja, ja. Du mich lieben Mensch. Backed by any resource. Ist ja nichts besseres wie Baker, die sieht so geil aus. Using default. So, ich habe voll, wenn der Server nochmal stellt. It is. Können wir nochmal kommen. Stehe, da war. Ah, da sehe ich, kommt schon. Ah, das geht schon. Ja, 8 von 30. Ja, siehst du. Ja, 9 von 30. Ja, aber ich. Oh ja, ich kann was Leuchtendes gesehen hier. Hier, Polarkreis, wer ist denn das hier? Poppy 1, Poppy 2, 3, 4 Poppies. Da steht jemand auf Poppies, wer ist denn das? Achso, Quicksilver. Steht jemand auf Poppies? Klingt komisch, oder? Ist aber so. Hier klingt, hier steht jemand auf Poppies. Geil. Ich fahr nochmal ein Stück nach vorne fahren. Gut, Leute. So. Also, ich sag mal so. Bären ist gut, wo sind die Trams von Bärenmobil? Aber Trams fahren hier rum, habe ich schon gesehen. Doch, fährt rum. Kann ich gerade nicht jetzt, gerade jetzt hier, wo man jetzt Traffic nicht so ein bisschen zurücksteckt, das Ganze, aber läuft, fährt rum. Reiten hier? Hier bei, wo wir vorher waren, hier bei RT-Log. Bei RT. Aber wir können auf alle Fälle mal festhalten, und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man, dass es funktioniert, ja, aber mit Abstriche. Was heißt Abstriche? Vielleicht liegt es wirklich daran, wenn wir alle zusammen auf dem Haufen sind, so wie jetzt, spackt das alles. Moin, moin. Deshalb will ich folgendes vorschlagen, meine Damen und meine Herren. Moin, 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 moin. Wir werden am Freitag nochmal STS-Konvoi fahren. Wir werden das gleiche nochmal probieren mit Baker Accessory, so wie jetzt. Aber wir werden folgendes machen, wir werden uns auf Deutschland, pass auf, wir werden es folgendermaßen, wir machen Deutschland, die Schweiz und Österreich. Diese drei, oder machen wir nur Deutschland und die Schweiz? Ich würde sagen, nur Deutschland und die Schweiz. Gut, gut, weil es neu dazu gekommen ist. Wir machen am Freitag Deutschland und die Schweiz im STS-Konvoi. Aber wir fahren nicht im Konvoi. Das heißt, wir machen Server auf mit 30 Leuten, so wie jetzt. Und dann kann jeder seine Tour fahren auf dem Server. Ich werde dazu den Server stellen, weil es lief heute relativ gut, von meiner Seite zumindest. Hat echt gut funktioniert. Ich war überrascht. Und wir werden dann hier auf Deutschland und Schweiz, werden wir dann hier unsere Touren fahren und bestimmt den einen oder anderen dann mal entgegenkommen. Und das finde ich dann, will ich einfach mal ausprobieren. So, der englischen Stadt rumfahren, das würde gehen. Und das probieren wir dann auch. Wenn das funktioniert, könnte man ja sogar probieren, wir bleiben alle stehen, machen den Server aus, gehen nochmal auf 40 oder 50 Leute und steigen dann wieder ein, weil dann ist ja jeder wieder an seinem Standpunkt, so wie es jetzt auch gerade ist. Ne? Aber gerade, dass die Fracht weg, ne? Nee, warte mal, ist ja kein WOT. Der Fracht bleibt ja dran. Dann kann man das einfach mal so ausprobieren. Ne? Aber das probieren wir am Freitag. Wir fahren dann wirklich nur nationalen Fernverkehr, also Deutschland und die Schweiz. Mit, sagen wir mal, 30 Leuten, wer hat Lust hat und Laune hat am Freitagabend, und dann fahren wir einfach mal hier eine Runde. Tschüss. Oh, schon wieder raus. Das hat jetzt ziemlich lustig ausgesehen im Livestream. Ein paar sind noch da. 1, 2, 3, 4. Und ich. Ich wollte mich gerade faszinieren von Foto. Super. Das sah jetzt ziemlich lustig aus. Wieso? Also an mir liegt es nicht, an Fabi liegt es nicht, an Bennett liegt es nicht, an Andy liegt es nicht und den Leon auch nicht. Oh, da sind aber da ist einige raus. Ja, ja, das ist eine ganze Armada. Also für ein Foto könnt ihr schon nochmal reinkommen. Warte mal, ich sag mal, Andy soll eine Rundumleuchten anmachen. Andy, mach mal schnell deine Rundumleuchten aus. Also, Dankeschön. Nochmal. Wir wollen das jetzt gerade mal testen. Mal gucken, ob alle nochmal auf den Server kommen. Und dann machen wir nochmal ein Foto. Ich glaube, so oft wie heute, in denen 2 Stunden habe ich das Spiel noch nie gestartet. Das stimmt. Ich glaube auch nicht. Ich auch nicht. Also du glaubst gar nicht, wie oft ich schon mein ITS 2 gestartet habe, aufgrund von Mod-Vorstellungen und Spielabstürzen etc. Also da kann ich ein Lied von singen.
Mir tun ja die Leute, die da gerade am laufenden Band die Meldung bekommen, dass ich ETS gestartet habe. Ach so, ja klar, da poppt zum Mund auf. Ja, startet ETS-2, startet ETS-2, startet ETS-2. Ich denke so, Alter, was ist mit dem kaputt? Ja, was macht er denn? Ja. Ich warte, bis Andi schreibt. Hab das jetzt dann. Oh, jetzt bin ich schon wieder hier. Ich zuck aus. Wo? Oh, okay. Ja, jetzt. Nicht gut. Ich bin sonst wo gespawnt wieder. Da ist ein Friedhof. Landest du drüben im Friedhof? Ich höre nämlich einen Motorsound. Bist du da drüben im Friedhof? Da ist ein Friedhof nämlich. Nee. Ich finde hier irgendwo einen Motorsound, die ganz wild. Ach, da bist du. Da noch bin ich drauf. Hey, wo bin ich jetzt wieder? Oh, ich auch am Arsch der Welt. Dann mach da Schnellreise zur Garage, wenn das funktioniert. Das weiß ich ja nicht. Alter Verwalter. Aber trotzdem. Mit Belk-Accessory macht es richtig Laune. Kann sagen, was du willst. Backen bei euch auch die Straßenlaternen ein bisschen? Nein. Je nachdem, wie ich mit der Flycam fliege, gehen die Straßenlaternen an oder aus? Nee, hab ich nicht. Das ist alles Licht. Außer es vom Fahrzeug. So. Also wir probieren es auf alle Fälle am Freitag. Wir werden dann einfach... Ich werde auch dann nicht verraten, wo ich dann unterwegs bin. Ich hole mir einfach eine Fracht und fahre dann einfach quer durch Deutschland. Und ihr könnt dann, wenn ihr da mitfahren wollt... Sucht euch einfach eine Fracht innerhalb von Deutschland und der Schweiz aus und dann fahrt einfach. Und wir werden bestimmt, dann wenn wir 30 Leute sind, irgendwann mal einmal begegnen. So Just for Fun, das wird bestimmt ganz, ganz lustig. Wird bestimmt cool. Oh ja, das wird cool. Dann machen wir das. Jetzt geht's ja anscheinend. Für das Foto müsste jetzt reichen. Keine mehr irgendwas anschalten. Ja, und ich hoffe, dass ich bis Freitag dann Moser Truck Racing Wheel hier schon installiert habe. Bin ich gespannt. Was auch geil ist, auch mit Foto jetzt, ja. Es hat jede. Die gelbe Michelin-Binde drauf. Keiner hat die weiße. Na, weil die einfach geiler aussehen. Ja. Weil mir die einfach besser gefallen wie die weißen. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Was hat eigentlich das Lenkrad für einen Lenkeinschlag? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab noch nichts getestet. Ich hab erstmal alles zusammengebaut, ausgerüstet. Das sind ja 6 Schachtel gewesen. Ich war erstmal ein bisschen überfordert. Beziehungsweise ich war auf Arbeit. Ich hab dann bloß einen Anruf bekommen. Was ganz witzig ist, wenn du das Lenkrad bestellst auf der Original-Homepage und nicht bei einem deutschen Vertrieb, musst du Zollgebühren bezahlen. Das muss man vielleicht wissen, aber ich glaube, das steht sogar auf der Homepage drauf. Diese 19% Einfuhrsteuergedöns einfach, dann musst du 19% bezahlen. Blub. War jetzt bei mir jetzt nicht so schlimm, weil Moser ein bisschen schlau war. Die haben auf den Lieferschein die Preise ein bisschen gesenkt für mich. Ja, interessant übrigens, dass man das einfach so machen kann, aber egal. Dann noch vielen Dank. Und habe ganz wenig hier Einfuhrzoll bezahlen müssen. Genau. Aber naja. Deshalb, wer sich das kaufen will, schaut mal, ob ihr es irgendwie beim deutschen Händler irgendwo kaufen könnt. Ne? Ganz wichtig vielleicht zur Info. Gut, dann spart euch nämlich die Steuer. Somit sie alle nie, ne? Ah ja, das sieht man. Im Anflug. Ja, siehst du, das kommt auch noch. Nein, die Katze ist da. Katze ist da, alle sind da, ja, ne? Also, Lenkrad bis... Ach, was schreibt der? Lenkrad bis 2700 Grad, aber für LKW gilt bei Moser 1800 Grad Lenkeinschlag. Na, siehst du. Gut, da hat jemand vergessen, dass er noch seinen Trailer dran hat. Naja. Mal reinfahren. Limmatze, oder? Oh, der kommt im Weihnachtstrakt. Haben wir schon Ostern vorbei. Aber geil sieht das schon aus hier, ne? Mit den ganzen Lampen hier. Alter, das sieht so geil aus eigentlich, ne? Servus, da bin ich wieder. Ja, ist ja, danke. Also da freue ich mich richtig. Geile Sache. Fischlich ratzig hier mit dem ganzen Belka-Gedöns.
Also, wir halten jetzt nochmal fest. Freitag 20.15 Uhr. Ich versuche mal den Stream reinzuschauen. Ich hoffe, dass ich schaffe. Also, sorry, dass ich spät kommen bin. Ich muss gucken. Ich hoffe, ich schaffe das alles. Weil ich muss ja alles umbauen. Es wird ganz schön anstrengend. Also, Freitag 20.15 Uhr. Waren wir dann hier. Also, STS Konvoi. Verstreut auf Deutschland und in der Schweiz. Jeder fährt so seine Tour. Mal gucken, wo wir uns begegnen. Mit Belka Accessory, so wie jetzt. Denn das heute war zum Testen und bei mir lief das eigentlich relativ gut. Und deshalb probieren wir das am Friday. Genau. Ansonsten, glaube ich, sollte das alles für heute gut geklappt haben, glaube ich, oder? Einigermaßen zumindest. Einigermaßen. Gut, dann mal schauen, was noch für Updates kommen die nächsten Tage von ZSCS. Vielleicht kommt ja auch ein Update von dem einen oder anderen Modder für diverse Mods. Das muss überraschen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch zu Hause am Empfangsbad. Schön, dass ihr dabei wart. Cool zu und danke fürs Testen an alle, die hier heute fleißig mitgetestet haben. Ich glaube, es war es auf alle Fälle eine Erfahrung wert und hat richtig Spaß gemacht, finde ich. Ne? Also, dann, wer Lust und Laune hat, dann wahrscheinlich bis Freitag. Macht's gut, bis bald und was ist das. Tschüss.